Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meint ihr, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Dann wäre das ein Schiff. Hey, Cock. Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe. Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlow, das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlow, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Wo denn? Aber das ist noch nicht alles. Das wird ihm nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn sie noch hier sind, war es das mit unseren Datenrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Foster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Finden Sie das Notsignal. Kann ich das jetzt wieder hier mit suchen? Was ist das? Hä? So was habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Was denn? Das da am Boden? Oder was meint der jetzt? Muss ich da vorne rein? Ah, schaut gut aus. Hilfst du mir wieder hoch? Wow, sogar ohne, dass ich es dir sagen muss. Du lernst dazu, Bursche. Einladend aus. Jeder Schritt nach vorne ist so entspannend. Oh mein Gott. Mix, ich habe das Signal gefunden. Alter, hat sich da gerade was bewegt? The fuck? Was geht denn hier ab? Was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlow, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Was? Ich bin schon auf dem Weg. Hä? Boah, kann man hier runterfallen? Das wäre jetzt lustig gewesen. Kehren Sie. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Aber es steht ja hier. Ne, finden Sie den Ursprung des Signals. Also, das war jetzt gerade sehr komisch. Vor allem, da langt er auch einfach mal rein. Das hätte ja alles sein können. Irgendwie ätzendes Gift oder so. Was sind das für Geräusche, Mann? Was ist denn? Was soll ich mir ansehen? Dass ihr Licht anmachen könnt oder was? Hervorragend, Leute. Ihr könnt eine Lampe aufstellen. The fuck? Was habt ihr denn jetzt gefunden? Hallo, red mal mit mir. Schneiden Sie sich an. Ja? Hau raus. Oder muss ich da jetzt runter? Ah, ich muss da runter. Okay. Hui! Thank you.
Alter, was ist das denn? Oh mein Gott. Hier drüben. Überwachen Sie den Abwurf. Leute, und euch kommt es überhaupt nicht strange vor? Ist das euer Ernst? Was geht ab? Euch kommt es echt nicht irgendwie strange vor, dass ihr haufenweise Eier sind, die irgendwas beinhalten können. Ihr denkt wahrscheinlich, kann man das essen oder was? Wow, also ich. Da hüpft gleich irgendwas raus und das soll uns erschrecken, glaube ich. Ah, oder so. Mama! Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Hör doch auf. Was machst du? Langst doch nicht an. Oh Gott, nein. Hilfe. Ich will nicht hingucken. Oh Gott. Ah. Was ist jetzt mit dem Ausflug in die Vergangenheit, oder was? Es speichert. Mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie Ach ja? Bin. Komm du mal Wait. Her. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan oh B. Nein. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Hab Boah, ich bin so eine Rampensau. Können. Was kann ich denn gebrauchen? Mein Freund. Mein Freund. Marshall, ist es das, was ich denke, was es ist? Ein Flammenwerfer? Halt dein Maul. Können wir damit das Alien endlich töten? Funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Geiler Scheiß. Flammenwerfer. Soll ich dich mal abfackeln, Kollege? Nee. Komponente B. Cool, können wir noch schnell ein Medikit machen? Zack, zack, zack. Bam! So, dann hauen wir uns das gleich mal rein. Alter, ich werde den Flammenwerfer nie mehr aus der Hand nehmen. Noch eine Komponente B. Können wir noch eins bauen? Nee. Können wir irgendwas anderes bauen? Was frisst denn eigentlich der Molotow alles? Sensor, Sprengkapsel, auch Komponenten B und Ethanol. Das haut er alles rein, okay. Boah, Bewegung. Warst du das? Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Was? Sie den Transistor. Bist du behindert? Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Wieso einfangen? Was ist immer falsch mit diesen Leuten? Huch, muss ich da lang? Oder muss ich hier lang? Das ist die Frage. Ich speichere auf jeden Fall erstmal. Da steht doch was immer. Ich drücke immer zu schnell. Ja. Und wer ist Ricardo? Darf ich nochmal mit Taylor reden oder so, bevor ich hier auf die endlose Reise gehe? Taylor, alles in Ordnung? Schläfst du? Taylor. Taylor, ich kann nicht zu dir ans Bett kommen. Ah. Taylor, nein. Komponente B, Komponente B. Abspielen. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Die wollen sie also einfangen, töten und verkaufen.
Diese Leute. Beschlagnahmt. Ah, da ist der Flugschreiber. Okay. Fehler. Eine Art Parasit. Oh, das ist es. Über diese Patientin. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben. Und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben. Aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Okay. Das war die alte, diese Doktorin, die sich dann entschuldigt hat. Dafür, dass sie das getan hat. Jetzt wissen wir auch, woher das Alien konkret kommt, dass die Alte da diesen Parasiten am Start hatte. Es macht alles Sinn. Ist das nicht schön? Ich muss da raus. Okay, dann schauen wir aber trotzdem erstmal, was hier denn überhaupt noch ist. Guten Tag. Ah. Das ist wohl das Verhörzimmer. Zwei Komponenten B. Willst du mich verarschen? Wie geil ist das denn? Brauchen wir erstmal nochmal so einen Molly. Ordentlich auf den Butz. So ein Molly. So. Meine Freunde. Dann können wir jetzt ja mal hier raus. Oder können wir das nicht? Anscheinend nicht. Müssen wir hier drüben raus? Da geht's raus. Hä? Hier geht's auch nicht raus. Aber hier ist noch ein Terminal. Überfliegen wir das noch schnell. Erste Falle beseitigt. Rails, eine Falle ist aus dem Weg. Okay. Haftnotizen. Marlowe Henry. Tanaka Mike. Webster Robert. Trunkenheit, Tanaka Mike wegen Trunkenheit. Ausnüchterung in Zelle über Nacht. Mit Verwarnung entlassen. So, Besowski. So. So, müssen wir dann hier raus. Hier geht's auch nicht raus. Wo müssen wir dann lang? Hier drüben? Sind wir hierher gekommen? Nee. Moment. Oder müssen wir hier rein? Wir müssen doch hier unten hin, eben. Aber wieso kommen, wieso, hä? Bin ich jetzt irgendwie, ich stehe gerade schon wieder auf dem Schlauch, oder? Die Tür da vorne ist doch zu. Gehen Sie zum Learning-Sig-Tech, sperren Sie die Kreatur ein. Bates hat einen Plan. Ja, kommen wir, die Tür ist zu. Oder gibt es hier noch eine zweite, von der ich nichts weiß? Hätte ich hier irgendwas machen müssen? Komme ich hier irgendwie raus? Wieso ist denn die Tür hier verschlossen? Muss ich nochmal mit Waits reden? Muss ich hier drin noch irgendwas aufsammeln? Hä? Ist das gerade ein Bug? Tür zu, Speicherpunkt. Hier drin ist nix. Hier können wir noch looten. Bindemittel. Hier drin war ja auch nix. Das ist auch gesperrt.
Ich höre es die ganze Zeit nur dimm. Gefahr ist nah, tatsächlich. Ich speichere einfach nochmal. Vielleicht tut sich dann ja was. Tür verschlossen. Sehe ich irgendwie was nicht? Oder geringe Energie? Die Tür hier passiert gar nichts. Taschenlampenbatterie. Ja, wir sind ja auch durch die andere Batterie, durch die andere Tür reingekommen. Marshall. Was ist das Problem gerade? Was ist das denn jetzt für ein Kack? Vielleicht doch hier irgendwas. Nee. Ja, die Tür hier ist immer zu, aber die hier. Also, es kann doch gar nicht sein. Ich habe doch jetzt wirklich alle Räumlichkeiten hier abgesucht. Weder ich bin brutal blind. Das was, ich lade einfach mal neu. Ich lade das Ganze einfach nochmal. Und dann werden wir schon sehen, ob es ein Bug war. Oder ob ich mich einfach nur... Nein, es war anscheinend ein Bug. Denn jetzt bewegt er sich, der gute Mann. Und es macht komische Geräusche. Das ist zur Hölle. So, Ricardo. Wer ist Ricardo von euch? Du? Tschüss. Okay. Sollen wir nochmal rüber? Da hin schon? Sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abregelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Samuels ist ein Synthet. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Interessant. Sollen wir uns nochmal hier umschauen? Machen wir nochmal schnell Durchlauf hier. Oha. Boah, das schaut ja aus wie die Hölle da unten. Da müssen wir natürlich rein. Guten Tag. Ich renne hier so fröhlich rum. Werde wahrscheinlich gleich... Da hier wahrscheinlich nicht das Alien kommt und wenn dann normale Gegner... Nehme ich mal meinen guten alten Revolver. Allzeit bereit. Okay, hier gab es noch ein bisschen Loot. Das war es dann aber auch schon. Und dann schauen wir jetzt noch mal, ob wir das Alien fangen können. Auch wenn ich das wirklich stark bezweifle. Wo müssen wir rein? Direkt in den rechten. So, speichern wir unten nochmal. Dann rufen wir den Transit. Das wird natürlich wieder spannend gemacht wahrscheinlich. Nein, es wurde mal nicht spannend gemacht.
kam gar keine Musik. Sondern man konnte hier in Seelenruhe darauf warten. Und jetzt ist das Alien da drin. Jetzt habe ich eigentlich die Waffe. Ich brauche das hier. Zum Lorenz-Systek-Turm. Zusätzliche Rückrufcodes kann sich der Sicherheitsgenerator auch Frequenz... Was? Manchmal locken Ablenkungsmanöver eine noch größere Bedrohung an. Seien Sie vorsichtig. Wer kennt's nicht? Man wirft eine Blendgranate und das Alien wird dadurch angelockt. Exoplanet. So, wer will jetzt ein bisschen Zunder? Das ist ein Feuer und ein Marsch. Und tot. Ich bin im Systektor. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Okay. Speichern wir mal.